Und das ist wirklich eine schöne, coole Lösung, ja, die für mich schon ein kleiner, aber feiner Vorteil ist gegenüber dem Bridge. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you any way, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart. And I wouldn't change a thing, even if I were the king. Hallo zusammen, heute ja ein ungewöhnliches Video für einen Bike- und Sport-Channel, weil es geht eigentlich um Technik, um das iPad Pro bzw. um Tastaturen für das iPad Pro. Ja, warum mache ich das? Ja, erstens, weil ich da ja relativ viel Expertise habe. Ich arbeite schon sehr lange mit dem iPad und auch mit verschiedenen Tastaturen und nutze das auch produktiv, wenn ich unterwegs bin vor allem. Und ja, unsere Kundschaft, weiß ich, die haben auch viele das iPad alleine für Zwift und ähnliches. Oder ja, ich hatte auch schon Kommentare in unserem Podcast, wo einer im Hintergrund meine Tastatur mit dem iPad angeschlossen gesehen hat, gefragt hat, was nutzt du da für eine Tastatur, wie ist die Erfahrung und so weiter. Und jetzt ist ja ganz neu von Apple selber nochmal eine Tastatur mit Trackpad gekommen. Ja, und die habe ich jetzt relativ frühzeitig hier schon erhalten. Und ja, bevor ihr Fehlkäufe macht, dachte ich, zeige ich euch mal die Vor- und Nachteile der drei Tastaturen. Und zwei sind von Apple, einmal die etwas einfachere und dann das neue Magic Keyboard und dann noch die Tastatur von Bridge. Das ist die, die hier liegt. Das sind so die ersten, die eine echte Tastatur fürs iPad nur gebaut haben. Und das ist eigentlich bisher mein Favorit gewesen. Und ich erzähle euch jetzt mal, na, ob das Apple Keyboard besser, schlechter oder wo auch immer die Vor- und Nachteile liegen. Ich arbeite mit dem 11 Zoll iPad Pro. Ich nutze das zum Arbeiten, tatsächlich viel, viel Arbeit, aber auch ja, zum Konsumieren von YouTube-Videos, Informationen einsammeln, E-Mails schreiben, Kommentare bei YouTube zu beantworten und so weiter. Das heißt, für mich ist es auch ein produktives Tool, vor allem dann, wenn ich unterwegs bin. Mein erstes Keyboard war das Apple Smart Keyboard. Das hat hier so stoffbezogene Tasten. Einmal kann man das iPad so aufrecht stellen und so kann man es auch schräg stellen. Das funktionierte so schon ganz gut, aber es war am Ende ein bisschen kippelig. Dadurch, dass wenig Gewicht auf den Tastaturen lag, ist das Ganze immer so ein bisschen nach hinten zurückgekippt. Selbst bei dieser Position seht ihr, die Gewichtsbalance ist wirklich hier hinten. Das heißt, wenn ich mir das so auf den Schoß lege, muss ich sehen, dass ich hier hinten noch genug Auflagefläche habe und dann kippt es schon mal so ein bisschen nach hinten. Solange man am Tisch arbeitet, ist es gar kein Problem. Der größte Vorteil an den Apple-eigenen Keyboards, auch am neuen Keyboard, zeige ich später auch, man kann das iPad ohne Probleme mal schnell rausnehmen, ja, um was zu lesen, einen Film zu gucken oder so und so weiter, wenn man die Tastatur nicht braucht. Irgendwann bin ich dann auf das Bridge Keyboard gewechselt. Ich zeige das hier auch nochmal so ein bisschen nah in die Kamera rein. Das ist eine Tastatur mit, ja, die Tasten sind hintergrundbeleuchtet und ich habe hier auch wirklich richtige Tasten zum Klicken. Hier hat man zwar auch einen kleinen Tastenhub, aber es fühlt sich alles nicht an wie eine Tastatur, weil das halt so ein bisschen mit Stoff überzogen ist bei dem Smart Keyboard. Der große Vorteil an dem Bridge Keyboard ist, dass man aus dem iPad tatsächlich ein Laptop-ähnliches Gerät machen kann. Mit dem kleinen Nachteil, dass man es nicht so schnell anbringen und entnehmen kann. An der hinteren Seite der Tastatur sind hier so zwei gummierte Führungsschienen, wo man das iPad reinschieben muss. Das geht erstens nicht so einfach und zweitens, nach circa einem halben, dreiviertel Jahr waren die Gummis ein bisschen ausgeleiert. Ich habe Bridge angeschrieben, habe neue Gummis bekommen und die kann man dann hier selber reinkleben. Das ist also kein Problem, aber muss man wissen, dass das verschleißt. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich zwei, drei Dinger noch zur Seite gelegt und mitbestellt, damit ich die immer sozusagen vorliegen habe. Das iPad muss man dann sehr vorsichtig, schon mit relativ viel Kraft hier auf der einen Seite hineinschieben. Und auch auf der anderen.
Ihr seht, das geht, aber man muss es mit Kraft machen und ich mache es sehr präzise, damit die Gummis halt nicht ausleiern. Wenn man das aber einmal gemacht hat, hat man ein sehr schönes Laptop-ähnliches Gerät. Auf der Bildschirmseite ist das iPad geschützt durch die Tastatur selber und auf der Rückseite ist jetzt kein Schutz. Mitgeliefert wird aber einer von Bridge, den man hier einfach magnetisch anbringen kann, sodass man hier auch auf der Rückseite geschützt ist. Ich selber habe das tatsächlich nie genutzt, ich habe das so nackt immer benutzt. Ihr seht, das Ganze kann man jetzt aufklappen wie im Laptop, ist stufenlos verstellbar. Was ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass man es sehr weit nach hinten klappen kann. So habe ich das Gerät manchmal tatsächlich im Liegen auf dem Schoß, auf dem Sofa oder ähnliches und gucke mir YouTube-Filme an. Das geht mit keinem anderen Gerät. Und wenn ich jetzt am Tisch sitze, habe ich hier die perfekte Laptop-Ergonomie, um ja, E-Mails zu schreiben oder ähnliches. Was für mich übrigens auch sehr, sehr wichtig ist, dass ich den Winkel so steil einstellen kann. Beim Smart Keyboard war das ja so immer irgendwie schräg, aber ich möchte den Bildschirm auch gerne mal gerade haben. Ja, gerade wenn das Laptop irgendwo auf dem Sofa, auf der Sofalehne steht oder sowas, damit ich wirklich gerade auf den Bildschirm gucken kann und der nicht immer schräg nach oben zeigt. Und beim schräg nach oben zeigen kann sich halt auch irgendwie eine Lampe drin spiegeln oder ähnliches. Jetzt das Apple Magic Keyboard. Als das vorgestellt wurde, ist natürlich für jemanden, der gerne mit Tastatur am iPad arbeitet, plus das Trackpad, was jetzt auch mitgeliefert wird, ist natürlich sofort, hat man sich sofort überlegt, okay, das könnte jetzt das perfekte Keyboard sein. Vor allem, wenn man die Stärken und Schwächen der anderen Geräte kennt. Ich klappe das Ganze jetzt mal auf. Das Besondere ist dieses schwebende, stufenlose Design. Das heißt, das iPad schwebt so ein bisschen. Hier kann man meinen Finger durchstecken. Das schwebt so ein bisschen über der Tastatur. Man hat auch eine vollwertige und eine beleuchtete Tastatur und hier auch noch ein kleines Trackpad, mit dem man arbeiten kann. Beim Trackpad muss man dazu sagen, dass Bridge auch in Planung hat eine Tastatur mit Trackpad. Und das ist auch das Einzige, was beim Tastaturarbeiten immer ein bisschen gestört hatte, dass ich von der Tastatur runtergehen musste, um mal eben, was weiß ich, irgendwie eine Newsseite durchzuscrollen und so ähnliches. Das ist natürlich cool, dass man jetzt einfach mit dem Trackpad scrollen kann. Ansonsten brauche ich es gar nicht so unbedingt. Programme wähle ich sowieso per Tastatur oder per Finger aus. Aber gerade zum Lesen am iPad ist das natürlich super. Und auch beim Magic Keyboard, das iPad lässt sich einfach abnehmen, hält hier magnetisch. Und man setzt es auch ganz einfach wieder an. Das ist für mich eigentlich auch einer der größten Vorteile von diesen Apple Keyboards, dass man es einfach sehr, sehr schnell benutzen kann. Vorhin zum Smart Keyboard hatte ich ja gesagt, dass das so ein bisschen hecklastig war und gerne mal so nach hinten übergekippt ist. Und da hat auch tatsächlich immer noch das Bridge die Nase vorn. Egal, wo ich jetzt, wenn ich meine Hand hier direkt drunter halte, ihr seht, hier habe ich noch den Schwerpunkt, das kippt nicht so leicht hinten rüber. Was ich auch sehr oft mache, wie beim Laptop auch, ich nehme den Laptop so, spazier damit durch die Wohnung oder was auch immer, das kann nicht runterfallen, ist immer stabil. Ja, das neue Magic Keyboard ist auch sehr viel besser ausbalanciert als das Smart Keyboard von Apple. Das heißt, auch sehr stabil, auch was ich heute ausprobiert habe, auf dem Sofa, im Bett und so weiter, da kippt nichts hinten rüber, auch wenn ich auf dem Schoß gearbeitet habe. Auf dem Tisch steht es natürlich sowieso stabil. Und auch hier kann ich das eben so durch die Gegend tragen, das wäre jetzt mit dem Smart Keyboard auch ohne weiteres nicht so möglich gewesen. Bei allen drei Tastaturen, den Apple Pencil, muss man immer außen anbringen, der sitzt dann magnetisch hier. Da ist jetzt keine spezielle Lösung für vorgesehen, den auch noch irgendwo unterzubringen. Jetzt aber das Wichtigste, jetzt gehe ich nochmal auf die Tastatur selber ein, ja, wie sich das Ganze tippt, anfühlt und ja, auch das Layout der Tastaturen. Ja, wenn man sich jetzt alle drei Tastaturen anguckt, hier nochmal Smart Keyboard, Magic Keyboard und das Bridge Keyboard, sieht man sofort, dass dieses Smart Keyboard einen entscheidenden Nachteil hat. Das heißt, hier unten fehlt sozusagen die Auflage für den Handballen, wenn man tippen will. Das heißt, wenn man tippt, schwebt man immer in der Luft, auch wenn man das auf dem Schoß macht. Und wie gesagt, es kippelt so ein bisschen nach hinten. Für Notbehelf nicht schlimm. Gerade wenn man es am Tisch benutzt, erst recht nicht schlimm. Das heißt, wenn ich im Zug saß oder so, alles gar kein Problem. Aber sobald man das iPad auf dem Schoß hat, auf dem Sofa oder was auch immer, war das ein Problem. Hier das Bridge Keyboard und das Magic Keyboard sieht man sofort. Man hat hier diese normale Ballenauflage. Ihr seht auch, dass die Tasten an dem Apple Keyboard so ein bisschen größer sind. Das gefällt mir sehr gut, weil die so ähnlich sind wie am Laptop, obwohl wir jetzt hier nur die 11 Zoll Variante haben. Und hier hat man kleinere Tasten mit größerem Zwischenraum. Das kann aber durchaus Geschmackssache sein, wem was besser liegt. Bevor ich auf das Layout der Tastaturen eingehe, ich selber schreibe im 10-Finger-System. Das heißt, ich schreibe ähnlich wie eine Sekretärin, wie man das so kennt. Ich gucke gar nicht auf die Tastatur, sondern ich kann blind schreiben. Jetzt habe ich gerade den Satz, ich schreibe blind geschrieben. Und deswegen ist für mich auch immer ganz wichtig, dass ich die Tastatur blind gut bedienen kann und dass sich der Tastaturhub gut anfühlt und so weiter.
Fangen wir mal mit der in Anführungsstrichen schlechtesten Tastatur an. Das ist das Smart Keyboard und das ist schon sehr, sehr brauchbar gewesen, obwohl es jetzt nur so stoffüberzogene Tasten waren. Ich konnte das Ganze blind sehr gut tippen, aber es war nicht perfekt. Beim Tastaturlayout gibt es kleine, aber feine Unterschiede zwischen dem Magic Keyboard und dem Bridge Keyboard. Das Bridge Keyboard hat eine Reihe mehr. Hier oben sind so Funktionstasten, die sind mir aber eigentlich nie so wichtig gewesen, habe ich selten benutzt. Aber ist eine schöne Option, um lauter leiser zu stellen, heller, dunkler und so weiter. Interessant ist noch, das Ü und das Ä auf der Apple-Tastatur sind nur halb so groß. Dafür gibt es hier eine vollwertige Enter-Taste und das Plus und auch die Raute sind da, wo sie sozusagen hingehören. Das ist natürlich dem geschuldet, dass das iPad nicht so breit ist wie ein Notebook. Das heißt, irgendwo muss man ein bisschen Platz einsparen. Bridge hat das ein bisschen anders gelöst. Die haben halt keine vollwertige Enter-Taste mehr. Dafür haben sie die Raute-Taste sozusagen hier oben hingelegt und haben dadurch genug Platz gespart, um das Ü und das R nicht halb groß machen zu müssen. Was natürlich wirklich cool ist, ist das Trackpad. Das habe ich heute Morgen in den 2 Stunden, wo ich hier rumprobiert habe, schon lieben gelernt, einfach durch Webseiten scrollen zu können. Wenn man das einmal hatte, will man das am iPad zumindest mit Tastatur wohl nicht mehr missen. Hier nochmal die 3 Tastaturen im Dunkeln. Das Magic Keyboard hier. Ja, wirklich eine sehr schöne, wie von Apple bekannte Hintergrundbeleuchtung, sehr homogen. Ich glaube, jede Taste ist hier einzeln beleuchtet. Hier die Bridge-Tastatur, auch sehr schön beleuchtet. Ein bisschen andere Farbtemperatur, aber auch wirklich gut erkennbar. Man sieht aber, dass das Licht von oben nach unten so ein bisschen abnimmt. Ja, und die Apple Smart-Tastatur ist unbeleuchtet, was auch tatsächlich auch ein Problem darstellt. Wenn man mal im Dunkeln am iPad sitzt, sieht man die Tasten nicht. Deswegen bin ich eigentlich immer ganz glücklich über die Tastaturen, die eine Beleuchtung haben. So viel zur Tastatur. Ja, meine Favoriten sind das Bridge und das Magic Keyboard, einfach wegen der echten Tasten. Ich kann auf beiden sehr gut schreiben. Das Apple Keyboard so ein bisschen mehr MacBook-artiger, sodass ich mich da weniger umgewöhnen muss. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil in die Richtung. Was jetzt die Stromversorgung angeht, hat das Bridge tatsächlich einen eigenen Akku und muss per Bluetooth mit dem iPad verbunden werden. Das heißt, ihr müsst einmal die Bluetooth-Verbindung machen und ihr müsst das Keyboard auch immer, hier unten ist ein USB-C-Anschluss, auch immer ab und zu mal aufladen, was man alle 2-3 Wochen vielleicht machen muss und vielleicht auch mal vergisst. Das heißt, da immer dran denken. Ist für mich ein kleiner Nachteil, dass das Ganze extern ist, funktioniert aber aufgrund der Technologie natürlich nicht anders. Sowohl das Smart Keyboard von Apple hat hier hinten diese 3 Kontakte, als auch das neue Magic Keyboard hat auch die 3 Kontakte. Das heißt, hier brauche ich keine extra Bluetooth-Verbindung, einfach das iPad anbringen und sofort kann ich lostippen und das iPad starten. Ich kann sofort loslegen ohne Bluetooth-Verbindung. Das Ganze läuft über diese 3 Kontakte hinten. Und beim Magic Keyboard gibt es einen entscheidenden, echt coolen Vorteil. Ich kann das iPad sogar über die Tastatur laden. Das heißt, die Tastatur hat hier so einen kleinen USB-C-Anschluss. Und das hat wirklich den entscheidenden Vorteil, dass das Kabel nicht mehr hier oben aus dem iPad raushängt, sondern unten flach auf dem Tisch oder eben auf dem Schoß. Denn normalerweise muss man das iPad-Kabel hier einmal um das Gerät herumlegen und dann hängt es hier oben, ist vielleicht auch ein bisschen anfälliger, wenn man mal gegenkommt. Und das ist wirklich eine schöne, coole Lösung, ja, die für mich schon ein kleiner, aber feiner Vorteil ist gegenüber dem Bridge. Ich habe alle 3 Lösungen jetzt mal gewogen im Gesamtgewicht, auch im Einzelgewicht und so weiter. Eins ist klar. Die leichteste Variante ist tatsächlich dieses Smart Keyboard. Noch leichter geht es nur, indem man einfach gar keine Tastatur benutzt und eine normale Hülle um das iPad rum macht. Aber wenn man eine Tastatur haben möchte mit dem Smart Keyboard, ist man sehr, sehr leicht dabei. Das wiegt 299 Gramm. Das neue Apple Keyboard wiegt knapp 600 Gramm. Und wenn man das mal ausrechnet, zusammen ist es am Ende schwerer als das iPad selber. Und man kommt so auf 1060 Gramm, glaube ich, insgesamt Gesamtgewicht für diese Lösung. Das Bridge Pro, je nachdem, ob man diesen Rückdeckel benutzt oder nicht, wie gesagt, ich habe den nicht benutzt, kommt auf ein ähnliches Gewicht, 581 Gramm, also so roundabout 15-16 Gramm leichter als die Apple-Lösung. Wenn man beim Bridge Keyboard jedoch die Rückseite schützen möchte, was hier automatisch der Fall ist beim Apple Keyboard, dann ist man bei knapp 710 Gramm, weil die nochmal 130 Gramm etwa auf die Waage bringen. Alle Lösungen sind ungefähr gleich dick. Die mit dem Smart Keyboard ist man ungefähr bei 14 mm. Man ist bei 15 mm mit dem neuen Magic Keyboard und auch bei 15 mm mit dem Bridge Keyboard. Allerdings, wenn man diese Rückseite, wie gesagt, diesen Schutz mit aufmacht, ist man bei knapp 16, fast 17 mm Breite. Ich hoffe, das Video war jetzt für euch Radleute da draußen nicht ganz unnütz und ihr habt mal einen Einblick bekommen in dieses Thema Tastatur fürs iPad. Wie gesagt, nur fürs iPad Pro, weil das ist das Gerät, mit dem ich arbeite.
Und vielleicht hilft es euch ja, euch zu überlegen, naja, nehme ich das Bridge, nehme ich das Apple Keyboard oder reicht mir vielleicht sogar das Smart Keyboard? Das sind ja so ganz individuelle Entscheidungen. Und für mich selber habe ich mich noch nicht hundertprozentig fürs Apple Keyboard entschieden. Ich finde, diesen Stromanschluss ist eins der wichtigsten Punkte. Der zweite wichtigste Punkt ist für mich, einfach das iPad rausnehmen zu können, zu lesen, weil das ist das leichte Gerät, was ich auf dem Schoß habe, wenn ich mal ein bisschen YouTube gucke oder, ja, was weiß ich, einen Artikel lese oder ähnliches und dann schnell wieder reinmachen, um produktiv zu arbeiten. Einklappen, mitnehmen. Wie gesagt, das Ganze ist relativ schwer als Gesamtgewicht, aber das bin ich sowieso schon gewohnt von der alten Lösung auch, die ich vorher benutzt habe. Natürlich ist auch dieses Trackpad ein echter Gewinn, um durch Sachen durchscrollen zu können, noch produktiver arbeiten zu können. Ich glaube, ich werde es nicht nutzen, um Menüs auszuwählen oder um Apps zu starten oder ähnliches, aber zum Scrollen finde ich es halt sehr, sehr gut. Oder vielleicht auch, um einen Text auszuwählen oder ähnliches. Das heißt, beim Bridge Keyboard würde ich wahrscheinlich auch irgendwann, wenn dann verfügbar wäre und ich mich für dieses Keyboard entscheiden würde, auch eins lieber mit Trackpad nehmen. Ja, dann bedanke ich mich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ja, welche Tastatur ihr nutzt, ob ihr vielleicht noch eine andere Idee habt, weil zum Beispiel die Logitech-Tastaturen habe ich noch nie im Einsatz gehabt. Vielleicht gibt es da auch welche, die sinnvoll sind. Und ja, abonniert gerne den Kanal. Hier gibt es für alle, die jetzt vielleicht kommen wegen des Keyboards und sich wundern, was macht der Mann mit dem Fahrrad-T-Shirt hier. Wir machen viel über Fahrradgeschichten, Laufen, Triathlon und so ähnliches. Und zwischendurch kommt aber auch mal so ein Thema dran über Technik, Fahrradcomputer und so weiter. Also gerne Kanal abonnieren und Fragen in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Lange nicht mehr vor der Kamera gesessen. Muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Bestimmt 2 Monate. Oder zumindest ein. Laptop. Wenn man das aber einmal gemacht hat, hatte Laptop und wenn ich jetzt am Tisch sitze, habe ich hier die und auch wieder randingsen, wie heißt denn das? Randingsen, magnetisieren, wie auch immer, andringen.